Hallo Leute, ich bin's mal wieder. Und zwar mit einem mit einer brandneuen Serie zum Thema Java Swing. So, was ist Swing? Mit Swing kann man sozusagen eine GUI erstellen, also ein Graphical User Interface. Das bedeutet, wir können endlich mal vernünftig Fenster anzeigen, weil bisher können wir ja bloß auf der Konsole irgendwelche Sachen ausgeben und somit das dann einigermaßen schön aussehen lassen. Ja, und zunächst möchte ich euch zeigen, wie man mit Swing überhaupt ein Fenster kreiert. Dazu kann man einfach, ja, ich schreibe mir dazu, beziehungsweise ja, wir können es einfach mal in der Main machen. Und dazu eine neue Form erstellen. Dazu müssen wir erstmal hier unsere Klasse erweitern, Extends, und mit JFrame, so heißt die Klasse. Die ist von Java natürlich. So, das müssen wir natürlich noch importieren. Versteht sich, sonst funktioniert hier gar nichts. Und jetzt sagt mir das hier, dass ich eine Seriennummer angeben soll. Kann man weglassen, muss man nicht machen. So, jetzt wollen wir das Ganze aber auch noch kreieren können. Public Main. Ich hätte vielleicht die Klasse anders nennen sollen, aber das ist nicht so wichtig. Nimmt keine Argumente. Und jetzt wollen wir einfach mal den Titel von unserem Fenster setzen, set title. Wie nennen wir es? Unsere GUI. Und dann wollen wir die Größe festlegen, set size. Das sind so die standardmäßigen Befehle, die man hier benutzen kann mit Swing. Also set size auf 300, 200. Ihr könnt natürlich auch Full HD setzen. 1920x1080 ist die Auflösung. Und dann kann man hier ein Set Location. Wo ist es denn? Set Location relative to. Und dann machen wir hier einfach ein Null rein. So, was das macht, das setzt uns das Fenster überhaupt erstmal in die Mitte. Also, ansonsten wird es einfach irgendwo spawnen und so kriegen wir das Ding einfach, dass es in der Mitte vom Bildschirm ja, anfängt. Gut, und dann brauchen wir noch eine Default Close Operation, Set Default Close Operation, das hier. Und da hat Java uns schon ein Makro angelegt, nämlich Exit on Close. Ihr könnt da natürlich auch ganz gemein irgendwelche anderen Sachen machen, aber Exit on Close finde ich ehrlich gesagt für den Anwender das Coolste, wenn man das macht. Ansonsten wird das langsam widerlich. Also sowas wie Skype macht, minimieren oder sowas, ist bescheuert. Ich mag das gar nicht. So. Und damit wir das Ganze auch noch hinkriegen, dass es nicht hängt in manchen Situationen, wie zum Beispiel beim Verschieben, weil das ganze Ding ist ja resizable und alles, deswegen brauchen wir eine sogenannte Event Queue. Event Queue. Achso, halt mal, da muss ich. Genau. Und dann haben wir einen Punkt Invoke Later hier. Und in dieses Invoke Later kann man ein New Runnable reinschreiben. Passt auf, dass wir jetzt die ganze Zeit in der Klammer drin sind. Also es gehört da alles noch rein. Ihr könnt natürlich auch irgendwo anders ein New Runnable reinschreiben. Ich denke, Runnables sagen euch was. Ich habe ja schon ein Video zum Multithreading gemacht. Ansonsten schaut es euch einfach mal an. Und jetzt wollen wir hier ein Main M erstellen. Ganz einfach über New Main. Nimmt ja keine Argumente. Passt alles. Und was ganz wichtig ist, dann müssen wir das ganze Ding noch visible machen. So. Und jetzt wird Folgendes passieren, wenn wir das ausführen. Ein Fenster entsteht. Und dieses Fenster tut einfach, naja, nichts. Aber wir können es vergrößern, können es verkleinern, wir können es verschieben, ja, wir können es minimieren und wieder groß machen. Und wir können es schließen. Und wenn wir schließen, dann sehen wir hier, dass unsere Anwendung auch zu Ende ist. Ist gar nicht so doof, ja? Also das Fenster kann mit dem bisschen Code hier schon echt einiges machen. Das ist ganz nice. Ja. Gut, machen wir weiter. Also wir wollen einfach noch einen Button reinbringen, der irgendwas macht. So, und deswegen muss man jetzt ganz einfach Folgendes machen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen was reinfügen. Und zwar fangen wir an mit. Also, wir brauchen erstmal einen Container für unseren Button, der ja irgendwas machen soll. Und den nennen wir einfach Paint, weil einfach Java ständig alles Paint nennt.
Dann schreiben wir einfach getContentPane und da kriegen wir dann ja, unseren Container raus. Dann wollen wir ein Group Layout haben. Das zu Layouts mache ich nochmal wahrscheinlich ein extra Video. Das ist einfach, ja, ich finde sie einfach flexibler und dadurch halt einfach cooler, wenn man damit mehr machen kann. Standard ist ein Border Layout, das ist ein bisschen arg simpel. Man kann es aber benutzen, also es ist ganz okay. So. Und jetzt machen wir dann natürlich New Group Layout. Und das ganze Ding nimmt einen Container. Was wohl da reinkommt, ist fast klar, ne? Unsere Pane. So, und dann machen wir Pane.zLayout. Das ist irgendwie alles so hin und her. Also erstmal müssen wir unserem Group Layout den Pane geben und dann müssen wir unserem Pane das Group Layout geben. Ich weiß, das ist ein bisschen doof. Achso, ich habe es GL genannt. So. Und ja, jetzt haben wir unserer Main einfach schon ein Layout gegeben, beziehungsweise unserem unserer GUI ein Layout gegeben, mit dem wir ja, so sogenannte Children, also Kinder, reinpacken können in dieses Layout. Und ja, da wollen wir dann gleich mal einen Button erstellen, ein J-Button heißen die. Und ihr seht, das importiert alles für euch freiwillig aus JavaX Swing oder JavaX Swing. Und den nennen wir einfach mal Button. Ups. Das ist gleich New J-Button und da rein kommt als String, was draufstehen soll. Also Quit zum Beispiel. Oder Ende. Ja. Dann brauchen wir aber auch noch das, was der Button tun soll, weil das weiß er ja noch gar nicht. Und das sagt man dem Button über sogenannte Action Listener. Das ist einfach ein, ja, etwas, das halt quasi die ganze Zeit hört, ob der Button gerade geklickt wurde. Und ja, also button.addActionListener. Ja, verdammt. So. Und was war das? Jetzt hat es mir die Klammer schon wieder verschoben, warum auch immer. Und arg 0. Das muss da wohl rein. Ein ActionListener. So, was machen wir dann? Also wir schreiben uns einen neuen ActionListener. Und wenn wir das machen, also hier einfach STRG-Leertaste drücken und dann Enter, das hier auswählen, dann kommt hier schon New Action Listener und dann sehen wir auch gleich, was wir hier, ja, auf was wir machen müssen. Also quasi, wenn der Button gedrückt wird, was dann passieren soll, kommt hier in diese Methode rein, nennt sich Action Performed. Und hier hat man Action Events, also zum Beispiel, man kann auch unterscheiden, was passieren soll, wenn man über den Button drüber fährt zum Beispiel. Da gibt es auch Action Events, heißen die dann. Ich weiß gar nicht, welche das beim Button alle sind, aber in diesem Fall kann man einfach hier System.exit machen, weil wir haben ja Ende draufgeschrieben. System.exit 0 heißt einfach beenden ohne Fehler. Ja. Gut. So, und jetzt müssen wir den Button noch irgendwie sichtbar machen. Aktuell ist es ja einfach nur ein Button, der noch nichts mit unserem Group Layout zu tun hat. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir dem jetzt mal diesem Group Layout hinzufügen. Also, und das macht man über Set Horizontal Group oder Set Vertical Group. Und dann brauchen wir jetzt noch eine Gruppe. Die kriegen wir über das Group Layout.create. Und dann haben wir hier parallele Gruppe und sequentielle Gruppe. Und ja, ich werde jetzt einfach mal die sequentielle Gruppe hier nehmen, die Sequential Group, weil ansonsten wird das ein bisschen kompliziert. Darüber wird es wahrscheinlich noch ein eigenes Video geben. So viel sei gesagt, bei sequentiellen Gruppen im vertikalen Layout, da war das so, dass wir, Moment, dass wir Spalten haben. Also wir haben Spalten nebeneinander aus Komponenten. Also in diesem Fall eben unseren Button. Und wenn wir das Parallele haben, dann haben wir Reihen. Ja, und beim Horizontalen ist es genau umgekehrt. Wenn wir da ein sequenzielles haben, dann haben wir Reihen und beim anderen eben Spalten. Genau. So, jetzt müssen wir hier aber, man muss immer beides machen, weil sonst gibt es einen Error.
So. Und jetzt kann ich das ganze Ding mal starten und es passiert Folgendes. Eine GUI erscheint mit einem Button, auf dem Ende steht. Wenn wir auf den Button klicken, dann beendet sich die Application. Sehr nice. So, jetzt habt ihr aber gesehen, dass der Button noch ein bisschen arg nah hier dran oben anstand. Das sieht irgendwie uncool aus. Und wenn wir das Ganze selber machen müssten, wäre das ziemliche Friemelei, bis wir das da mal vernünftig irgendwie dran kriegen. Und deswegen packen wir da einfach gl.set, wo ist es denn? Set Auto Create Container Gaps. Diese Funktionennamen sind so furchtbar. Ja. Und da kann man einfach True reinschreiben, das sind ein Boolean. Was das macht, ist folgendes: Es packt hier überall noch so ein bisschen Platz ran. Und das ist das Schöne dran, jetzt sieht das Ganze schon stylischer aus. Und wir können das Ganze ziehen. Aber der Button bleibt immer an derselben Stelle. Wie ihr sehen könnt. Also immer links oben. Ja. Und ich dachte mir, jetzt, das war's mal als Einsteiger-Video zu. JFrames oder halt generell Java X und Swing. Nächstes Mal geht es dann weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.